Leute, was geht ab? Und Frank wieder, back mit einem ganz freshen Video. Heute haben wir ein 99 Plus bei First Sky. Leute, ich habe sowas noch nie aufgenommen. Das ist wirklich Premiere hier auf dem Kanal. Und als Gast haben wir heute Special Guest Enza. Und wir haben immer noch keine Kombi, ne? Ey, wir müssen, Bro, warte, Gavi und Xavi, Bro. Gavi und Xavi, okay. Freunde, freut mich auf jeden Fall hier wieder am Start zu sein bei First Sky. Sehr, sehr geil. Ich glaube an die Community von Freddo, die das vielleicht noch nicht geguckt hat. Ihr werdet es feiern, vertraut mir. Yes, yes, Leute. Ich glaube auch, sehr, sehr witziges, geiles OG-Format. Das Format gibt es schon ein bisschen länger. Ja. Leute, checkt auf jeden Fall gerne Enza aus. Macht die 50k bei den Kollegen voll. Da war es ganz kurz davor. Dann würde ich sagen, Digga, liken, abonnieren, ihr wisst, Digga, FIFA 24 vor der Tür. Aber Leute, gönnt uns, ihr wisst, das ist für euch nur ein Däumchen drücken und ein kostenloses Abo geben, aber für uns bedeutet das wirklich sehr, sehr viel. Ja, Mann, ich glaube, wir haben genug geredet, oder? Ich erkläre es nur kurz für deine Zuschauer, wie bei First Guy funktioniert. Wir werden alle, also ich und Fredo, werden random eine Position auswählen. Ich sag mal als Beispiel den rechten Innenverteidiger. Dann werden wir bei jeder Karte auf 150k Mindestpreis gehen. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel hier auf 150k habe, drücke ich auf Suchen. Und Fredo sagt, ey, Enza von 1 bis 10, nimm die 9. Und am Ende werden wir dann im Spiel sehen, wie unsere Teams aussehen. Ich denke, das wird ganz nice. Yeah, Leute, hört sich doch sehr, sehr stabil an. Komm, machen wir beide gleichzeitig oder fängt jemand zuerst? Ja, ich würde sagen, wir gehen gleichzeitig auf die Position und dann gucken wir mal. Ich fange ganz entspannt an. Die Position nehme ich, 150k und auf 3 können wir dann suchen und wir sagen uns beide eine Zahl. Alright, Leute, erste Position bei mir fix. Wir wissen beide selber nicht, welche Position wir hier gerade nehmen, ne? Es ist komplett Überraschung. Ich würde sagen 3, 2, 1 und. Oh. Fredo, Zahl von 1 bis 10, enttäusch mich nicht. Ich sag die 3 für dich. Boah, die 3. Ja, nehme ich mit, egal. Was noch erwähnen musste, wenn man zum Beispiel jetzt ein Inform von Militao hat, aber die bessere Karte im Verein hat, also nur im Verein, darf man die Karte spielen. Man darf es nicht kaufen, wenn man im Verein, zum Beispiel, du bekommst den Prime Zidane als Auswahl, Frederick, aber hast den 99er im Verein, dann kannst du den 99er spielen, damit du Bescheid weißt. Ich nehme für dich einfach mal die 2. Alright. Okay, Freunde, wir haben auf jeden Fall die nächste Position. Ich bin sehr gespannt. Im Endeffekt kann einer von uns ein geistkrankes Team haben, der andere ein schlechteres. Ich habe gesucht. Oh, ich habe ehrlich ein, zwei geile Karten, Bro. Er macht ohne Countdown, ohne nichts und so. Er hat es von Seite gesehen und so. Ich stehe noch mit Lächeln und so. Aber okay. Ja, sag du gerne eine Zeit für mich. Ich nehme die 9 für dich. 9? Sexy. Okay, ich nehme für dich die 1. Stark, Bro. Ich habe die bessere Version im Verein, glaube ich. Warte. Das ist nicht. Warte. Bitte, das könnte ehrlich geil sein. Warte. Ja, Bro. Oh, shit. Geil, Mann. Nice. Ihr seht auf jeden Fall beide Spieler. Ich glaube, Frederick. Wir können zur nächsten Position gehen, Bro. Hab ich ja schon die Zahl gesagt? Ja, 9. Ich hab 9. Ja, okay, passt. Das ist geil. Yeah, Leute. Es geht weiter zur nächsten Position. 3, 2, 1. Es wird gespinnt. Komm, du fängst damit die Zahl. Ah, okay, ich sag mal so, ne? Meine Seite sind so ein paar Quatschspieler mit dabei. Komm, ich nehm die 3. Ja, ist okay. Ernst, ich bin zufrieden. Ich nehme für dich einfach mal die 1. Ja, okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Freunde, der Zwischenstand von den Teams seht ihr momentan. Ihr seht auf jeden Fall, welches besser ist. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe auf die nächste Position. 150k. Und hey, der rasiert das Video bei Frederick. Wir können immer mit den Preisen hochgehen. Eine Folge vielleicht, wo wir Mindestpreis auf 500k gehen oder so. Aber ja, Bro. 3, 2, 1. Ey, du musst den nehmen, ey. 6-mal auf der Seite, Bro. Ja, okay, komm. Sag mal so, ich nehm die 10 für dich. Nein! Oh, warte! Ja! Bro, ja! Guck mal, die Karte, die du bekommen hast, ist nicht so gut. Aber ich habe die bessere Version im Verein. Und deswegen kann ich die bessere Version spielen. Digga, Bruder, das ist zu krass. Ich nehme bei dir die 4.
Junge, ohne sowas, Mann. Wieso nimmst du nicht zwei oder sowas, Digga? Was ist das? Geil. Nice, nice, nice. Oh, es wird immer voller und voller, Alter. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Weiter geht's. Yeah, Leute, wir machen weiter. Ich hab echt richtig Spaß an diesem Format. Es ist ehrlich geil, ne? Ich schwör's dir. Es ist ehrlich. Komm. 3, 2, 1, Seite ist geladen. Oh. Fredo, guck mal, ich lieb dich doch, Bruder. Bitte, ich will die Karte einmal in meinem Leben spielen. Einmal in deinem Leben? Ich hab's noch nie gespielt. Dann nehmen wir die Zweifel. Du bist der King! Bro, ich schwör, alles so, ich hab mich getroffen. Digga, Jesus. Siehst du, ich bin doch korrekt, Bruder. Ich weiß noch. Bro, der Beste, Mann. Ich nehm für dich die 10. Die 10? Yeah, I like this guy. Viele sagen, guck mal, ne, ich will jetzt nicht zu viel labern und so, ne, aber viele sagen, ich sehe ein bisschen aus wie er. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Warte, Bruder, ich überlege. Ich könnte aussehen wie du. Alaba? Ja. Nee. Aber Alaba ist schon eigentlich heiß. Aber ja. Rüdiger, Bruder. Rüdiger. Nein, nicht Rüdiger. Nicht Rüdiger, Mann. Jetzt kommt am Ende so ein Mats Hummels, Digga. Ehrlich, die sind ehrlich los, ne? Einige sagen ehrlich, du siehst aus wie Mats Hummels auf den. Was laberst du? Nein, das ist Alfonso Davis auf den. Davis. Ah. Siehst du aus wie er, sei ehrlich. Bruder, jetzt wo du sagst, Alter, ne? Guck mal, Bild, guck mal, nimm mal Handy raus, guck mal jetzt Bild. Ich will deine Live-Reaction dazu wissen. Weil ich muss zugeben, ja, kurze Real-Life-Story. Bruder, seit wann spielst du bei Bayern? Bruder, guck mal, hör mal zu, kurze Real-Life-Story, ne? Ich bin, nach Warschau bin ich über München nach Hamburg geflogen. Das war mein letzter Flug. Ja. Und dann gehe ich zu meinem Sitzplatz. Und da war so ein richtig fresher Typ, wir haben so Instagram ausgetauscht und so, haben uns gut verstanden. Und er meinte original zu mir, ne, ich sehe ein bisschen aus wie Alfonso Davis. Er dachte am Anfang, ich wäre Alfonso Davis. Ja. Ey, jetzt aber, wo du sagst, Bro, also es kommt schon hin, sage ich dir ehrlich, Mann. Okay, Freunde, wir sehen die Position. Bitte, Bro, bitte. Ja. Fredo, bitte enttäusch mich nicht, Bro. Du warst vorher sehr gut. Okay. Bitte, Bro. Ich hab eine kurze Frage, ja? Ja. Was macht man, wenn man den Spieler schon mal hatte? Da musst du nochmal die Zahl sagen. Naja, okay. Also wenn du die Spieler schon im Team hast und dann nochmal bekommen hast? Ja, genau, dann musst du einfach nochmal eine Zahl sagen. Ja, okay, easy. Alright, ich geb dir die 10. Digga, du bist doch der Beste, Bruder. Du riechst das. Er riecht. Alfonso Davies, bester Mann. Ja, Bro. Das ist Betrug. Das ist echt. Jedes Mal Digga, das kriegst du so gute Karte, Bruder. Ich nehm bei dir die 1. Oh, das ist sogar der Beste. Jawohl, Bruder, Gewicht. Yes, Bruder, sehr gut. Sehr geil. Okay, wir kommen schon. Also ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Zuerst spannende Position, zuerst Dings. Ich gehe mal auf eine bessere Position. Ich bin wie eine Sonnenbrille auf Nase. Ah, Leute, ihr habt schon gehört. Enzo hat ein bisschen angeteasert. Er meinte, er geht jetzt auf offensivere Position. Ich mache noch eine defensive Position. Komm, Dreieck. Sette ist very, very good. Very, very good. Bro, very, very also, good. Da sind geile Karten dabei, Fredo. Es liegt in deiner Hand, Bruder. Aber ich fange zuerst bei dir an. Ich nehme die 6 bei dir. Die 6. Very, very good. Very, very good. Very, very good. Auch chemietechnisch very, very good. Okay. Ich nehme bei dir die ich habe, glaube ich, die 8 noch nicht einmal gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Vorvorletzte einfach. Ja, vorletzte. Ja, ich hatte mich zum Mund gemacht. Ja, Bro, also, ja, die Karte ist gut, nimm mal mit. Ah, Leute, bei mir geht's langsam um die Wurst, letzten drei Positionen. Ich habe das sehr gut offen gehalten. Ensam, entweder machst du mich jetzt oder du brichst mich jetzt. Komm, 3, 2, 1. Eine meiner letzten. Ich nehme die 10. Ich nehme die 10. Du Hund! Scheiße. Du Hund! Bro, du kannst. Du Hund! Yeah. Digga, du hast einfach das Original den schlechtesten aus der Seite getroffen. Nein! Jede Karte war gut, du hast den schlechtesten getroffen. Bruder, ich sag dir so, hier sind so geile Karten. Und da ist eine Karte, ne, die habe ich sogar. Egal, du nimmst die 7. Nein, hast du 7 genommen? Ja. Ja, du hättest die 10 nehmen sollen. Aber 7 ist auch stabil, nehme ich auch mit. Ehrlich, gute Karte. Bruder, du hast mich gerippt, Bruder. Hier war Neymar, Ginola, Quaradonna, Vinicius, Pelé 99, Rashford, Futis, Rafael Leao, Tots. Und weißt du, wen ich bekomme? Wen? Egal, guck, achte einfach auf meinen linken Flügel, wenn du gleich das Team siehst. Okay, Freunde, wir sind bei der vorletzten Position angekommen. Fredo,
Bitte, Bro, ich drück Dreieck und ja, ja, bitte den. Ich hab die bessere Version, wow. Ferdo. Ich hab die bessere Version. Von zwei. Ich, ehrlich, ich hab die bessere Version von zwei Spielern, Bro. Drei. Ja! Ja! Du bist ein Löwe. Du bist der krasseste, weißt du das? Du bist ernst der krasseste. Ich werde hier heute verarscht, Digga. Du kriegst die ganze Zeit, ich spüre, du willst und so. Bei mir, ich krieg. Guck einfach mal linker Flügel, Bruder. Jungs, bitte, ja, guck mal. Du hast diese Karte gekauft, getroffen und schau mal, wen ich im Verein habe. Digga. Aber. Ah, der kann sogar Ding spielen. Ey, das ist. Das, ey, du bist crazy, Bro. Du bist crazy. Ich nehm die 4 bei dir. Ah, okay. Okay, das ist sogar, glaube ich, auch wieder das Schlechteste auf der Seite. Tschüss. Oder? Wie schaffst du das? Du triffst bei mir ernst nur die Besten. Wirklich. Okay, Frederick, wir haben die letzte Position. Lass spoilern, welche Position du gelassen hast. Für die letzte. Ich hab ZOM gelassen. Richtig. Das wird sehr geil, Bro. Das wird unnormal, ne? Okay, Freunde, wir suchen jetzt auf 3, 2, 1, let's go und. Ich will nicht sagen, Bro, aber da ist noch eine Karte, die ich habe im Verein und die perfekt passen würde. Lass mal ein bisschen. Guck mal, das ist mein Buy First Guy. Ja. Deswegen sage ich, wir machen hier auf der Seite einen Joker. Man darf eine andere Seite gehen. Ich würde sagen, wir gehen auf Seite 3. Wie, soll ich jetzt von der Seite raus? Ja, du gehst auf die dritte Seite. Nein! Eins, lass mich auf der Seite, Bruder! Nein, okay. Seite 3. Okay, komm her. Seite 3. Komm, mach hier ein bisschen Onkel Fredericks. Ja, passt perfekt, Bro. Also, das ist sogar besser, so, Bruder. Siehst du, komm mit rumheulen und dann am Ende glücklich sein, Digga. Was ein Team, Digga. Eins, was ein Team. Zwei, was? Drei Karten in dieser Seite sind da, wo ich die bessere Version habe. Ja, okay, du nimmst die 4. Die habe ich schon. Okay, dann nimmst du die 6. Weißt du, wie krass du bist eigentlich? Junge, Digga, jedes Mal. Entweder du verarschst mich, Bruder, Digga, du verarschst mich. Oder weißt du, wie krass du bist? Gleich dein Team, ich sehe, Digga, du spielst mit Informkarten und so. Du verarschst mich doch, Bruder, Digga. Oder du bist absolut. Also die Zuschauer werden sehen und sagen, Frederick ist absolut der krasseste. Weil dieses Team, was ich habe, ne? Digga, das ist krank. Ich nehme bei dir, Bro, die 9. Ich glaube, ich muss ihn leider discarden, ey. Ich hätte auch eine bessere Version von ihm. Aber schau mal fix. Alright, Leute, wir sind jetzt die Teams. Ich bin sehr gespannt, was du für ein Team hast. Boah, so. Boah, bei mir ist vorbei. Ach so. Bro, ich glaube, das ist das beste Team, was ich in meinem. Das war fast ein Kreuz-SBB, dieses Team. Tschüss. Oh, der Zweirückzieher. Ja. Oh. Messi! Let's go! Er ist so cheaten, Digga. Vamos! Gut gelöst! Steuer, wo du hin willst! Steuer, wo du hin willst, Bruder! Ich mach ihn trotzdem rein, Bruder! Roll it! Let's go! Bin da! Alaba mit grün, Bruder, kommt vom Ganzen und macht das Tor. Vamos, 85 Schuss. Muss. Er spielt hier. Hey. Scheiße, Mann. Hey. Nein. Oh, der war krass gespielt. Ja, Junge. Uri, let's go. Super gespielt, Junge! Stark! GG's, Digga. GG's. Oh, Mann, Digga. Was ein Spiel. Leute, 3-5. Was ein Spiel, Digga. Wir haben kranke Tore gesehen. Wir haben gutes Gameplay gesehen. Aber okay, am Ende muss leider auch Fred auf das Card. Aber wie gesagt, Leute, FIFA 24, will ich viel reden. Oh, dann werden wir auch mehr FIFA spielen und dann werden wir auch besser sein. Aber ja, komm mal raus. Ich fange einfach ganz entspannt an, ohne viel zu reden. 4-3-3, die vierte Formation, glaube ich. Oder die dritte. Ich nehme einfach deine linke Seite, linker Verteidiger und linker Flügel.
Okay, ich habe eigentlich sehr viel stehen lassen. Mhm. Sehr viel auch nicht, aber du hast Bellingham getroffen und Barnes. Ja, naja, Mann. Okay. Also ich glaube 400k insgesamt. Oh, oder? Ist gut, Alter. Jo, Leute, ihr seht es. Barnes und Bellingham gehen rutschen, aber ja. War auf jeden Fall cool. Bei First Guys, wenn er auf jeden Fall öfter kommt, weil er es feiert, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, checkt Enzo ab. Erst Link in der Videobeschreibung. Yeah, ich lasse dir die letzten Worte. Freunde, Support unglaublich beim Freddo rein. Mein Bro hat endlich die 30k geknackt. Push auf die 50k bei Freddo. Wir sind auf jeden Fall raus. Bis zum nächsten Video.